Interview mit Frau Daniela Kolbe, Bundestagsabgeordnete der SPD. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Herzlichen Dank, Frau Kolbe, dass Sie uns eingeladen haben zu dem Interview heute. Frau Kolbe, ich will mich mit den Vorreden eigentlich gar nicht befassen, sondern können Sie vielleicht unseren Abonnenten einfach mal erklären, was Sie im Bundestag machen, was für eine Funktion Sie dort haben und vor allen Dingen uns interessiert, welche Berührungspunkte Sie mit der gesetzlichen Rente haben. Ja, ich bin Bundestagsabgeordnete für das wunderschöne Leipzig und bin in Berlin mit zuständig für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Wir sind ja über 700 Abgeordnete und man kann gar nicht alle Gesetze mit 700 Leuten diskutieren. Deswegen gibt es Bundestagsausschüsse und der spannende für die Rente ist der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und dort schauen wir uns alle Gesetzgebungsthemen an und machen eine Beschlussempfehlung für den Bundestag. Sie sind Mitglied in dem Ausschuss? Und da bin ich Mitglied, genau. Aha, okay. Und beschäftige mich auch viel mit der gesetzlichen Rente. Ich habe ein bisschen den Ostblick als ostdeutsche Abgeordnete, aber Rente ist ja für alle ein Riesenthema. Genau. Also Sie haben praktisch aufgrund Ihrer Tätigkeit auch schon ein bisschen Ahnung und können uns auch ein paar, sagen wir mal, Informationen geben zur Rente. Ich hoffe doch, dass ich das kann. Ja, super, genau. Alles klar. Das ist hervorragend, dann spannend, dann steige ich einfach mal jetzt ein mit so einem kleinen Vorspann. 2019 war ja wieder mal ein ganz extremes Jahr zum Thema Rente. Ja, wir kennen das, Mütterrente 2, Zurechnungszeit, Erwerbsminderungsrente und dann natürlich die Grundrente. In der Diskussion noch nicht, nicht beschlossen. Ja. Noch nicht beschlossen. Man hat sich ja geeinigt, aber letzten Endes, es war ein extrem spannendes Jahr. Und wenn ich mal den Fokus zurücknehme, bis 2014 ist ja unheimlich viel in der Rente passiert. Das haben Sie ja auch miterlebt mit Frau Nahles und so weiter. Ja. Frau Kolbe, können Sie uns aus Ihrer Sicht und aus der Sicht der SPD einfach nochmal erklären, warum die Grundrente für Sie so wichtig ist? Ja, die Grundrente ist aus meiner Sicht total wichtig, weil wir jetzt eine Generation sehen, die schon in der Rente ist und die Richtung Rente geht, die eine Erwerbsbiografie hat, die von auch niedrigen Löhnen zum Teil geprägt ist. Es gibt Leute mit gutem Rentenkonto, da muss man sich gar nicht so sehr drum kümmern, aber es kommen jetzt welche vermehrt in die Rente. Die haben zum Beispiel als Friseurin gearbeitet, die haben hier im Osten 3-4 Euro pro Stunde nur verdient und die haben ihr Leben lang gearbeitet und sind trotzdem bei mickrigen Renten. Kommen die raus oder müssen sogar in die Grundsicherung die beantragen. Mhm. Für die hat sich also das Zahlen von Beiträgen an die gesetzliche Rente gar nicht gelohnt. Also die hätten genauso gut auch zu Hause sitzen können. Mhm. Und das ist natürlich schreiend ungerecht. Wer arbeiten war sein ganzes Leben oder auch Kinder gepflegt hat erzogen hat oder Menschen gepflegt hat, der soll im Alter besser dastehen als jemand, der nicht gearbeitet hat. Und da setzt die Grundrente an und sagt, wer 35 Jahre oder ab 33 und spätestens, wenn man 35 Jahre voll hat, sollte eine Grundrente bekommen, die deutlich über der Grundsicherung liegt. Also Ihnen geht es offensichtlich auch um das Thema Altersarmut, Bekämpfung der Altersarmut. Darum geht es auch. Ja. Man muss sich aber an der Stelle ehrlich machen, wenn ich mir die Leute im Grundsicherungsbezug anschaue, die Grundsicherung im Alter beziehen, da hat wahrscheinlich jeder Zehnte ungefähr diese 35 Jahre voll. Mhm. Also wir holen einen Teil aus diesem Grundsicherungsbezug raus, aber längst nicht alles. Mhm. Die Grundrente ist ein Instrument, die macht aus meiner Sicht die gesetzliche Rente gerechter, aber und auch ein bisschen was gegen Altersarmut. Wenn man wirklich was gegen Altersarmut machen will, muss man aber noch andere Instrumente greifen. Mhm. Okay. Also, okay, Grundrente für die SPD natürlich extrem wichtig. Frau Kolbe, können Sie unseren Zuschauern erzählen oder mal erklären, wie ist es denn eigentlich zu dieser Einigung am 10.11. gekommen? Wir haben das ja nun mitbekommen, die Einigung steht, wir haben auch den neuen Grundrentengesetzentwurf da. Ja? So, aber letzten Endes ist ja die Frage, welche Argumente lagen auf dem Tisch, dass die CDU von ihrer Blockadehaltung weggegangen ist und gesagt hat, okay, wir schmieden uns mit der SPD zusammen und machen die Grundrente. Also ich möchte mal so ein paar Hintergrundinformationen haben. Die Ausgangslage war ja, die SPD hat gesagt, wir machen die Grundrente möglichst ohne Bürokratie. Jeder, der die 35 Jahre voll hat, soll sie automatisch bekommen. Die Union hat gesagt, naja, eigentlich wollen wir es gar nicht. Aber wenn wir schon das machen, dann soll bitte am besten ist so laufen wie in der Grundsicherung im Alter, nur wer in der Grundsicherung drin ist und bedürftig ist, wie in der Grundsicherung, der soll die bekommen. Da habe ich schon gesagt, nur 10% der Grundsicherungs
Empfänger im Alter wären dann betroffen gewesen. Da haben wir gesagt, das ist ja Veralberung. Wir haben gesagt, wir wollen es für 3 Millionen Menschen. Die Union hat gesagt, das hätte vielleicht 150.000 betroffen. Also nur wirklich ein Bruchteil. Mhm. Und dann war aber klar, die Union kann nicht dem öffentlichen Druck widerstehen. Und der Union war klar, wir müssen das Ding aber wegbekommen, weil die Mehrheit der Menschen will, dass Leute, die ewig lang gearbeitet haben, im Alter nicht dumm dastehen. Mhm. Und insofern hat das dann zu einer Einigung geführt und beide Seiten haben sich ein Stück bewegt. Die SPD hat gesagt, na gut, dann müssen wir halt prüfen, dass hier niemand dabei ist, der horrende Einnahmen hat, okay. Mhm. Und, aber möglichst unbürokratisch. Und die Union ist weggegangen von dieser Bedürftigkeitsprüfung. Mhm. Und jetzt ist die Idee, dass man einen automatischen Abgleich macht. Mhm. Also diejenigen, die potenziell in Frage kommen bei der Rentenversicherung, bei denen gibt es einmal im Jahr die Abfrage bei den Finanzämtern. Mhm. Sind da Bescheide da, wo horrende Einnahmen da sind, dann würden die keine Grundrente bekommen. Mhm. Und das kann aus meiner Sicht gut funktionieren. Und ich finde auch, ich mache ja auch künstliche Intelligenz, das wäre ja auch mal ein Schritt in Richtung Digitalisierung, dass man einen automatischen Abgleich macht und sich die Leute selber um gar nichts kümmern müssen. Mhm. Und da bin ich vielleicht zum Schluss auch nochmal beim Thema Altersarmut. Wir haben ja ganz viele Rentnerinnen und Rentner, die im Moment keine Grundsicherung beantragen. Ja. Die werden natürlich jetzt trotzdem profitieren, wenn sie die 35 Jahre voll haben, weil die müssen keinen Antrag stellen, sondern automatisch soll geprüft werden von der Rentenversicherung. Hast du die 35 Jahre voll und dann wird automatisch geguckt, hast du sehr hohe Einkommen. Und wenn da keine hohen Einkommen sind, dann wird die Grundrente automatisch gezahlt. Es gibt ja viele Leute, die gehen ja deshalb nicht zur Grundsicherung, weil sie sich einfach schämen. Ja. Genau. Ja. Und weil sie sich schämen und weil es natürlich auch ein Riesenaufwand ist. Ja? Ja. Grundsicherung, da muss ich mich ja in Anführungsstrichen nackig machen vor dem Staat. Ich muss alles nachweisen, was habe ich an Vermögen, was habe ich an Einkommen, wo ist das Bankkonto und so weiter. Und da kann ich gut verstehen, dass Leute sagen, na, ich komme gerade so über die Runden, bei mir geht es nur so um 50 Euro oder so, dass die sagen, das gebe ich mir nicht den Spaß und ich beantrage das gar nicht. Mhm. Aber die würden natürlich von einer Grundrente auch profitieren. Ja, also das ist natürlich mal ganz interessant. Also CDU musste sich bewegen, die SPD musste sich bewegen. Kompromisslösung, wie das in der Politik so üblich ist, ja. Ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so einfach zu verstehen, aber so ist es nun mal in der Politik. Also die Kompromisslösung zur Grundrente sieht ja jetzt vor, dass es so einen allgemeinen Abschlag von 12,5% gibt. Ja. Wir bewegen uns ja als Rentenberater und Rechtsanwälte sehr, sehr, sehr viel in diesen Bereichen. Wir beantworten auch schon extrem viele Anfragen dazu. Und da kommt auch immer wieder die Frage, wieso denn das? Können Sie uns vielleicht mal erklären? Musste das mit dem Abschlag sein? Also das ist tatsächlich unter dem Stichwort Kompromiss das, was man jetzt haben musste. Ich sehe das persönlich sehr skeptisch, weil das eben dann passieren kann, dass man Leute gar nicht aus der Grundsicherung rausholt, die man eigentlich rausholen will. Genau. Und vielleicht gibt es da im Gesetzgebungsverfahren, zumindest in den Fraktionen, nochmal ein Einsehen, dass man das dann vielleicht doch sein lässt oder eben später. Was uns jetzt erstmal wichtig ist, ist aber, dass wir das Instrument an sich auf die Bahn bekommen. Bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen davon profitieren. Man merkt schon, wir wollten eigentlich 3 Millionen, jetzt haben wir 1,5 Millionen. Mhm. Ist weniger, aber es sind trotzdem noch sehr viele Menschen, die was davon hätten. Und das wollen wir jetzt erstmal auf den Weg bekommen. Aber die 12,5%, ich sehe die tatsächlich auch kritisch, weil sie auch nicht gut begründbar sind aus meiner Sicht. Genau so ist es. Wir haben uns das nämlich mal ganz kurz überlegt, also nur noch mal zu dieser Frage. Wir sagen ja immer, es gibt ja dieses sogenannte Äquivalenzprinzip. Ne? Ja. Ich zahle ein, ich bekomme was. So, wenn ich dem Grundrentenempfänger, also das ist meine persönliche Meinung dazu, wenn ich dem Grundrentenempfänger jetzt sage, du kriegst jetzt einen Zuschlag, dann hat er ja de facto dafür nicht eingezahlt. Und jetzt soll er darauf nochmal 12,5% Abschlag draufnehmen und begründet das letzten Endes mit dem Äquivalenzprinzip, halte ich für ein bisschen fragwürdig. Ich weiß ja nicht, wer dafür ob das CDU-Kind ist, dieser Abschlag, oder ob das eine SPD-Sache ist, aber letzten Endes gebe ich Ihnen tatsächlich recht, ich finde es ein bisschen ungerecht. Ja, naja, also es soll ja wirken, das Instrument, und das bedeutet, wenn ich Leute, die lange gearbeitet haben, aus der Grundsicherung holen will, dann muss ich sie auch aus der Grundsicherung holen, effektiv, ja, genau. Wenn ich da so einen Abschlag habe und das Thema konterkariert, dann
kann man ein großes, dickes Fragezeichen hintersetzen. Und dann haben und es ist ja tatsächlich die Grundrente, das muss man ja schon auch sagen, ist ja ein bewusster Bruch mit dem Äquivalenzprinzip, weil eben man sagt, es gibt Niedriglöhne, die waren eigentlich unverantwortlich und für die ist einfach, da ist das Äquivalenzprinzip Murks, ja? Ja, ja. Weil ich eben auch mit 40 Jahren Einzahlen nicht über Grundsicherung komme. Genau so ist es. Und dann muss ich was am Äquivalenzprinzip machen, dann muss ich es diesen Menschen einfacher machen, in ein Niveau zu kommen oberhalb der Grundsicherung. Stichwort zum Beispiel der derzeitige Mindestlohn. Kriege ich nie und nimmer eine armutsfeste Rente hin mit der Höhe des Mindestlohns. Dazu muss ich also wirklich nicht CDU oder SPD-Mitglied sein, sondern da brauche ich einfach nur zu rechnen. Genau, dann bin ich der Rechner und dann weiß ich, ich muss eigentlich ungefähr 12 Euro über 45 Jahre Vollzeit verdient haben pro Stunde, um über Grundsicherung zu kommen. Deswegen sagen wir als SPD auch, erstens, ein Mindestlohn ist immer nur die allerunterste Haltegrenze. Eigentlich braucht es Löhne ordentlich oben drüber. Und wir sagen ja auch, wir wollen den Mindestlohn dann zumindest auf diese 12 Euro hochheben, damit wir die Leute nicht veralbern. Weil nochmal, es geht ja darum, ich zahle mein Leben lang Beiträge und habe de facto nichts davon. So sollten Sozialversicherungen eigentlich nicht funktionieren. Wenn ich mein Leben lang einzahle in ein Solidarsystem, dann muss ich davon ja auch was haben und dann nicht auf Grundsicherung angewiesen bleiben. Ja, danke. Frau Kolbe, denken Sie, dass die Grundrente tatsächlich pünktlich zum 1. Januar 2021 kommen wird? Hintergrund ist der, wir haben den neuen Gesetzesentwurf und die CDU mauert ja jetzt schon wieder und es gibt schon wieder Theater. Was ist da eigentlich los? Ja, wir bleiben da dran. Das Ziel war ja eigentlich im Januar, das durchs Kabinett zu bringen, einfach um der Rentenversicherung auch den Vorlauf zu geben. Das hat sich jetzt geschoben. Wir machen aber weiter Druck und wollen das zügig durchs Kabinett und dann durch den Bundestag bringen, weil es ist nicht ganz einfach umzusetzen. Die Rentenversicherung muss ja erstmal gucken, wer von den ganzen Bestandsrentnern kommt denn auf diese 35 Jahre. Dann muss man die Schnittstelle zu den Finanzämtern programmieren und die ganzen Abfragen vorbereiten. Das ist nicht ganz einfach. Deswegen drücken wir auf die Tube. Und es ist unser Ziel, dass das zum 1.1.21 kommt. Die Leute fühlen sich ja sonst auch irgendwann verarscht, wenn sie ewig lang warten und es kommt nicht. Da geistert jetzt zurzeit so ein Termin, 12.02. Ich habe jetzt nur gelesen, dass der Hubertus Heil und der Kanzleramtsminister wohl an der Lösung oder der mit dem Herrn Spahn an der Lösung arbeiten, genau. dass die praktisch jetzt erst einmal so eine unbürokratische Abfragelösung bringt, dass der Versicherte praktisch schriftlich bestätigt, dass er zum Beispiel weniger, also nicht mehr Kapitaleinkünfte als diese 801 Euro hat. Das wäre doch zumindest erstmal schon eine handhabbare Lösung. Wäre handhabbar, weil tatsächlich es gibt noch einen Ring um den Gesetzentwurf an verschiedenen Stellen. Unter anderem sagt ja Hubertus Heil, und ich teile das, dass man ja nur abfragen kann, wenn jemand verheiratet ist, ob der Partner, da weiß nur das Finanzamt was über das Partnereinkommen. Und bei Unverheirateten weiß ich dann halt nichts drüber. Dann kann ich es auch nicht abfragen. Dann finde ich, ist das. Da gehört es auch nicht in die Einkommensprüfung. Aus meiner Sicht nicht aus die Einkommensprüfung hinein. Auch das Geschrei der CDU ist ja deswegen ganz groß. Das sieht die Union anders. Aber das zeigt, dass wir unterschiedlicher Auffassung sind als Parteien. Ich finde, wenn Menschen geheiratet haben, haben sie ja was zum Beispiel über das Splitting auch einen Vorteil gehabt. Und wenn sie dann auch noch gemeinsam veranlagen, dann muss das auch in der Rente gelten. Aber wenn jemand bewusst nicht geheiratet hat, dann finde ich, kann man auch das Partnereinkommen an so einer Stelle nicht heranziehen. Okay. Ja, also, die nächste Frage haben Sie ja eigentlich schon beantwortet. Es gibt ja auch Kritik zu dem Grundrentenentwurf. Ja, auch die Deutsche Rentenversicherung hat da ein paar Takte dazu gesagt. Ich habe mir das dann dreimal durchgelesen von der Deutschen Rentenversicherung und bin dann so zum Ergebnis gekommen, Mensch, ja, das ist ganz gut, was Sie da geschrieben haben, um auch nochmal aus der Sicht der Verwaltung zu sagen, Leute, wir haben hier ein Riesenproblem, verursacht selbst. Ich denke, durch diese extreme Fokussierung auf die Einkommensanrechnung, das ist ja ein Kind der CDU. So. Wir hätten es gerne auch einfacher gehabt, das will ich nochmal sagen. Ich sage aber trotzdem auch nochmal aus dem Blickwinkel einer jüngeren Abgeordneten,
eigentlich ist die Grundrente dann auch mal eine Chance für eine sehr große Sozialversicherung, mal den Weg einzuschlagen in Richtung Digitalisierung und bürgerfreundliche Verwaltung. Ja. Also wo ich auch tatsächlich die Unterlagen digitalisiere, die wissen ja noch gar nicht von allen Versicherten, den Versicherungsverlauf haben sie nicht überall digital, dann wird es mal Zeit. Und auch solche Schnittstellenlösungen mal auszuprobieren und hinzubekommen, das wäre für die Bürgerinnen und Bürger ein Riesenschritt in Richtung eines Sozialstaates, der für den Bürger da ist und wo nicht der Bürger sich Formulare ausfüllen muss, sondern einfach sein Anrecht bekommt, ohne dass er einen Antrag stellen muss. Und insofern finde ich das schon, die Rentenversicherung, ich verstehe das, es macht viel Arbeit, dieser Gesetzentwurf, aber ich glaube, das ist Arbeit, die sich für den Bürger und die Bürgerin lohnt. Und vielleicht dann auch für die Verwaltung, weil man dann eben weniger Arbeit auf die lange Frist hat. Frau Kolbe, eine letzte Frage noch zur Grundrente. Ja. Treibt mich ein bisschen um, diese Frage. Vielleicht haben Sie da ja eine gute Antwort drauf oder eine Idee. Wäre es denn nicht eigentlich besser gewesen, die SPD hätte darauf bestanden, dass für alle Versicherten oder alle Bürger in der Bundesrepublik Deutschland generell in der Grundsicherung ohne die 33 Jahre Voraussetzung ein Freibetrag eingeführt worden wäre oder eingeführt wird? Weil wir haben ja jetzt mit der Grundrentendiskussion diesen Freibetrag bezogen auf 33 Jahre, die muss ich vorweisen, nach dem jetzigen Stand oder aktuellen Stand. Wäre es nicht besser gewesen, dass wir alle einen einheitlichen Freibetrag bekommen hätten, unabhängig jetzt davon, ob ich nun die 33 Jahre voll habe oder nicht? Das ist tatsächlich eine spannende Diskussion. Da bin ich dann tatsächlich vor allen Dingen in dem Bereich Altersarmut vermeiden. Und ich finde, das kann ein weiterer Schritt sein. Bei der Grundrente, ich habe es vorhin schon gesagt, ist der Ansatz ja ein bisschen ein anderer, nämlich das Vertrauen in die gesetzliche Rente insofern wiederherstellen, dass wenn ich dort lange einzahle, ich davon auch was habe. Also Respekt vor und Anerkennung von Lebensleistung ist da das Stichwort. Und das finde ich ist ein genauso wichtiges Ziel. Wir treffen jetzt einen Teil der Grundsicherung und da wird es ja auch einen Freibetrag geben, der Grundsicherungsberechtigten. Und das macht womöglich aus meiner Sicht eine Tür auf, das auch noch später zu erweitern. Da muss man dann über Geld reden, was das kostet, aber finde ich einen Schritt, der dann folgen kann. Wir haben es ja schon jetzt zum Beispiel bei den Riester-Renten, gibt es ja auch einen Freibetrag in der gesetzlichen Rente. Auch da ist eine Tür aufgemacht worden, dass man sowas nicht mehr anrechnet auf die Grundsicherung. Und so einen Freibetrag für die gesetzliche Rente machen wir jetzt den ersten Schritt, so würde ich das mal bezeichnen. Sehr gut. Also, Sie haben gerade ein Stichwort gebracht, das kommt dann in die nächste Frage rein. Das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Ja. Wir leben ja wirklich in stürmischen Zeiten. Ein Haufen Leute gehen jetzt in Rente, Babyboomer kommen. Und es geht auch um das Rentenniveau und viele, viele Dinge, die da so einwirken. Dann auch das Problem mit Riester-Rente, Betriebsrente. Da ist ja viel Vertrauen auch in den letzten Jahren kaputt gegangen. Viele Gründe gibt es dafür, wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Wie sehen Sie denn eigentlich die Zukunft der deutschen Rentenversicherung? Können wir irgendwann einmal in absehbarer Zeit damit rechnen, dass wirklich dieses große sozialpolitische Thema Bürgerversicherung umgesetzt wird? Also erstmal glaube ich, dass die gesetzliche Rente großartig ist und die Politik der letzten Jahrzehnte den Fehler gemacht hat, zu klein zu reden. Und was bei den jungen Menschen angekommen ist, ist nicht nur, ich muss jetzt irgendwie privat vorsorgen, sondern viele junge Menschen denken, ich kriege ja eh nichts mehr aus der gesetzlichen Rente raus. Das ist ja aber Quark. Im Gegenteil, das ist eine Möglichkeit, Generationen sorgen für Generationen. Und wir können das so aufstellen, dass gerade auch die Jungen, die jetzt die Babyboomer mitfinanzieren werden, die sollen natürlich auch was daraus bekommen. So, genau. So muss man es gestalten. Jetzt haben wir gerade eine Kommission am Arbeiten, der Bundesregierung, die Rentenkommission, die wird Anfang März ihre Ergebnisse vorschlagen. Und ich hoffe, dass wir dann nochmal richtig in der Gesellschaft auch über die gesetzliche Rente diskutieren. Und zwar in die Richtung, dass wir die stärken wollen. Weil das wäre mein Ziel, dass wir die gesetzliche Rente weiter stärken und zukunftsfest machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch geht. Wir haben in unserer zum Abschluss des unseres Gesprächsinterviews kann ich Ihnen nur mitteilen, Frau Kolbe, ich kriege das jeden Tag, fast jeden Tag zu hören von unseren Mandanten, Kunden, die sagen,
wir wollen eigentlich, dass alle in das System einzahlen. Genau. Das hatte ich noch gar nicht beantwortet, das war ja die Bürgerversicherung. Da bewegt sich was in der Politik. Die SPD sagt mittlerweile auch, auf die lange Frist sollen alle einzahlen. Da braucht man einen Plan. Ja, man kann nicht schnipsen und dann sind alle Beamten in der gesetzlichen Rente. So einfach ist es nicht. Aber auf die lange Frist ist klar, die Akzeptanz der Rentenversicherung, die lebt auch davon, dass alle einzahlen und man nicht irgendwie unterschiedliche Versorgungsniveaus hat und man neidisch aufeinander guckt. Sondern das muss schon für alle gelten, auch für die ganzen A-Berufe wie Apotheker, Anwälte, Ärzte, Abgeordnete. Die gehören auch alle in die gesetzliche Rente rein, sage ich ganz klar. Man muss aber allerdings so realistisch sein und zu sagen, das wird nicht alle Probleme der gesetzlichen Rente lösen. Ja. Das hilft vielleicht ein bisschen bei der Finanzierung der Babyboomer-Generation. Ja. Aber wer viel einzahlt, und das machen Ärzte, Anwälte und so weiter, und auch Abgeordnete, die bekommen natürlich auch hohe Ansprüche raus. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass man die... Das muss auch finanziert werden. Genau. Das heißt, man würde da jetzt nicht die Rentenversicherung mit sanieren können. Ja. Es wird nach wie vor so sein, dass auch der aus dem Steuersektor da Zuschüsse fließen müssen, womöglich noch höhere. Wir sind jetzt bei über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Und das wird sicherlich jetzt nochmal deutlich steigen müssen, wenn wir die Babyboomer in der Rente finanzieren. Und die sollen bitte auch ein gutes, erfülltes, langes Rentenleben haben. Ja. Mhm. Das heißt, es wird uns auch ein paar Jahrzehnte beschäftigen. Zu dem Thema noch eine abschließende Frage, wo ich eine spannende politische Diskussion so sehe. Macht es nicht eigentlich Sinn, dass wir aus dem gesamten Steuereinkommen diese ganze Finanzierung der Riester-Rente und der Betriebsrente, so wie sie jetzt gestaltet ist, komplett beenden, einen Schnitt machen und sagen, Leute, wir hören damit auf, wir stärken die Rentenversicherung, einen A, Bürgerversicherung, packen alle mit rein. Und zum anderen gibt es ja auch schon interessante Ideen mit solchen sogenannten staatlichen Standardprodukten, Rentenfonds oder Staatsfonds. Wäre das nicht so, dass wir sagen, wir haben die starke gesetzliche Rente und dann so eine staatlich organisierte Säule als zweite Säule? Weil wir müssen ja eigentlich nur mal den Blick kurz rüber nach Österreich werfen. Da ist auch nicht alles wunderbar, aber die haben natürlich ein 14 Monatsrenten, deutlich höhere Renten, da zahlen alle ins System ein. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Also ich persönlich bin da offen, weil wir sehen ja, also man muss darf natürlich nicht diejenigen veralbern, die jetzt in Riester-Verträge haben. Ja, klar. Das muss man klar haben, aber wenn ich mal angucke, wer Riester-Verträge hat, wer riestert, wer verstanden hat, da gibt mir der Staat ganz schön viel Geld. Das sind eigentlich diejenigen, die es gar nicht brauchen. Mhm. Und diejenigen, die wo es gut wäre für die Altersabsicherung, so einen Vertrag zu haben, die haben das aus nachvollziehbaren Gründen nicht, weil sie einfach so wenig Einkommen haben, dass sie sich das kaum leisten können. Mhm. Und die kriegen dann auch die staatlichen Zuschüsse nicht. Also wir finanzieren als Staat Leuten Altersabsicherung, die es vielleicht gar nicht nötig hätten. Mhm. Und dann muss ich ein Fragezeichen hintersetzen, ob ich da so viel Geld für aufwende oder ob ich das Geld nicht anders einsetze. Und da bin ich gespannt, was die Rentenkommission vorschlägt. Na, da sind wir auch gespannt. Im März kriegen wir ja dann mal schon erste Hinweise. Mhm. Na, der Bert Rürup hat ja auch letztens erstmal ganz kurz was dazu gesagt. Fand ich ganz spannend. Letzte Frage. Frau Kolbe, Hand aufs Herz, welche Botschaft haben Sie denn nun für unsere jüngere Generation, für unsere Kinder? Was sollen die denn jetzt im Hinblick auf die Altersvorsorge machen, wenn die, was raten Sie denen? Na, tatsächlich rate ich den jüngeren Menschen, politisch zu denken und zu gucken, was für eine Gesellschaft will ich leben und dann so zu agieren, dass wir eine Politik haben und es Mehrheiten für eine Politik gibt, die eine starke gesetzliche Rente organisiert. Weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, so ein Rentenfonds ist schnell mal in der Finanzkrise gar nichts mehr wert. Aber eine gesetzliche Rente, in der man füreinander da ist, die übersteht auch so eine wirtschaftliche Krise ganz gut. Mhm. Und deswegen bin ich dafür, dass wir die gesetzliche Rente stärken und den jungen Menschen das Signal senden, das ist ein System, das ist auch für euch da. Das ist nicht nur für die alten Leute da, sondern das ist auch gemacht, damit ihr später mal abgesichert seid. Also, ganz großartig, Frau Kolbe, dass Sie uns da Gelegenheit gegeben haben, mal ein paar Einblicke in die gesetzliche Rente und so auch in Ihre Denkweise darüber zu geben. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein von uns.
Hier aus Leipzig bei der Bundestagsabgeordneten der SPD, Frau Kolbe, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de.